Heint soll ich euch einmal ein Video, da war ich euch einmal zu euch, was für 10 Pokémon ich ganz besonders gern mache. Das ist jetzt ganz klar mal gesagt, meine Listen. Also da ist wahrscheinlich keins dabei, das war in der Allgemeinheit als cool empfunden wird. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Das erste, was ich schon mal mega geil finde, die suche ich jetzt anhand von Karten, weil ich kenne mich da nicht aus mit den ganzen Technikzeichnern. Und da ist ja nicht die Karten gemeint, sondern einfach als Pokémon an sich. Das erste Pokémon, was ich übelst geil finde, ist Porygon 2. Ich kann gar nicht so genau erklären, warum, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich auf der Ultramond eins hab. Selbst trainiert auf 100, weil das ist ja in der Edition gar nicht mehr so schwer. Und das Pokémon hat mich bis jetzt nie in Stich gelassen. Porygon 2 ist geil. Das nächste in der Liste ist, eins, das war ich, sag mal, was ein sehr schönes Pokémon ist, deswegen mache ich es auch so gern. Und es ist blau und weiß. Und weiß und blau. Dragonier. Ich finde Dragonier zu Dragoran. Schaut halt einfach komplett anders aus und ich hätte mir trotzdem irgendwelche anderes Pokémon als Weiterentwicklung für Dragonier gewünscht. Aber Dragonier ist einfach ein schönes Pokémon, so von sich her. Das nächste ist Scaraborn. Scaraborn ist so ein Pokémon, das mache ich eigentlich deswegen so gern, weil das Ding war in der Serie einfach aber so genial. Weil Svezabel am Bisasam seinen Samen aber gesaugt hat. Das hat aber so genial ausgeschaut. Und man muss auch sagen, die Mega-Entwicklung, die gefällt mir überhaupt nicht, aber das normale Scaraborn ist uns für die geilsten Pokémon überhaupt. Das nächste ist Firnontor. Firnontor ist deswegen da dabei. Und ich mochte es deswegen so gern, weil das soll ja eine Eishockey-Maske darstellen und ich bin ja krass und ich bin ja Eishockey-Fan. Und also von der Sportart her und Eishockey-Masken, Jason Voorhees, einfach geil. Das nächste Pokémon, das habe ich schon immer gern gemerkt, existiert auch seit der ersten Generation, ist Magmar. Ich finde Magmar richtig geil. Allo schon, weil es aber dargestellt wird, mit dass aus einem Vulkan rauskommt und dass das irgendwie so dargestellt wird, als ob das wirklich die absolute Hitze und einen Vulkan darstellen soll. Einfach bloß geil. Ist zwar vom Kampf her nicht so stark, also Magmar ist da schon besser, aber Magmar ist trotzdem irgendwie cooler. Dann das nächste ist Knackrack. Knackrack ist eins von den Pokémon, das auch, ja, auch von der Serie her auch bekannt ist, von der Cynthia, ihre Signature. Und Knackrack ist auch übelst stark. Von der Mega-Entwicklung her, das ist zwar an sich stärker, aber es ist halt langsamer. Deswegen ist das, glaube ich, wird das Mega-Entwicklungsmäßig nicht so gern gespielt, aber. Das normale Knackrack ist eigentlich schon an sich schon übelst stark. Dann das nächste. Das ist auch uns aus der ersten Gen. Ja, das ist, weil ich ja eigentlich an sich schon ein Fan von Gestein bzw. von Boden-Pokémon bin, ist Geowatz. Ich finde Geowatz so richtig genial. Es ist nicht schnell. Wir sind nicht so wirklich stark. Die Verteidigung ist in Ordnung. Aber ich habe eigentlich fast immer ein Geowatz in meinem Team gehabt. Da was halt möglich war. Das nächste ist Gyarados. Und über Gyarados brauche ich eigentlich nicht viel sagen, oder? Gyarados, Drachentanz, Kaskade.
Das Ding, wenn es das richtig einsetzt, das Ding kann alles zerstören. Alles. Gegen Elektro ist jetzt ein bisschen. Ist jetzt nicht ganz so stark, aber so an sich ist Garados. Eigentlich kann man fast sagen, von den normalen Pokémon her, ist Garados von der Gen 1 eigentlich das Stärkste. Also zumindest meiner Meinung nach. Es ist alles immer meine Meinung. Und er ist unantastbar. Dann haben wir eins von denen, wo ich gerade gesagt habe, von den normalen. Und ich finde, dass das nächste ist von den legendären eigentlich. Ja, ich komme aber schlecht zu Stärkste, aber ist zumindest das Coolste. Ist Mewtwo. Zwei Mega-Entwicklungen hätte es jetzt zwar nicht braucht, aber Mewtwo an sich ist schon übelst geil. Der Film dazu ist super, also der allererste Film. Da wo es über mit Gedankenübertragung sprechen konnte, das ist also richtig geil mit seinen Klone. Mewtwo ist geil. Und das letzte Pokémon auf der Liste ist übrigens nicht nummeriert, gell? Also da ist jetzt nicht, ist, also Porygon 2 ist jetzt nicht schlechter bei Mewtwo. Das ist jetzt bloß eine Liste von denen, wo ich halt mache. Da wird ganz ist da besser als andere. Das letzte Pokémon auf der Liste, wo ich gern mache, und das werden die allerwenigsten verstehen, das ist ein Starter aus der zweiten Generation. Meganie. Ich finde, bei Meganie ist einfach so, wenn du die Vorentwicklung nimmst, also du musst die Vorentwicklung nehmen, du hast ja nicht gleich Meganie. Wenn du Entivi nimmst, dann hat das Spiel viel mehr Herausforderung. Weil mit Feuerriegel, super, da magst Glut beim ersten. Funktioniert einmal frei. Manchmal hast du da sogar schon Igel, aber beim zweiten hast du da Feuer. Beim dritten mit Walze ist es ein bisschen schwierig, aber da hast du sowieso also schon andere. Aber mit Megane hast du einfach eine viel mehr Herausforderung. Weil wenn du es dann mal überlegst, das hat eigentlich fast gegen keinen Arena-Leiter irgendeinen Vorteil. Der erste hat Flug, ist schon mal scheiße. Der zweite hat Käfer, ist schon mal scheiße. Dritte normal, das geht. Der vierte, der hat Geist und Gift, das ist also auch scheiße vom Ding her. Der fünfte, der hat Kampf, ja, der hat ein Quappo, das geht gerade noch. Dann hat es Stahl, das ist auch wieder nicht so gut. Dann kommt noch Eis und Drache. Also mit Meganium kannst du eigentlich in keinem Ding an irgendwelchen Vorteil sehen. Aber genau das macht es ja eben aus, dass du da halt andere Pokémon fangen musst und drin musst. Du kannst da nicht einfach so mit deinem Starter da, weil sag mal, durchsweepen. Weil mit Impagato zum Beispiel, da tust du die wesentlich leichter. Und genau deswegen finde ich Meganium so genial. Weil Meganium einfach eine Herausforderung darstellt. So, das war jetzt mal wieder so ein bisschen Hickhouts Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wahrscheinlich nicht, weil es Like da können. Ja, wenigstens auch gut Dislikes. Also. Macht es gut.